einfach Halt. Spaß und Freude mit der Musik habe. Und ich glaube,
Das kommt von der Bühne runter, auch mit meinen Jungs hier hinten. Das wir auch viel Spaß haben werden. Wann war dein letzte Konzert in Saarbrücken? Wann? 24.3. Welches Jahr? 14. 24.3.2014. Um 20 Uhr? Oh. Ihr wisst alles, das gibt's gar nicht. Na gut. Also 24.3. Das ist, also da war ich noch jung. Doch. Da hatte ich ein 6 vorgezahlt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde euch scheiße. 70. Nein, jetzt ein Happy Birthday gemacht. Also dieses Wort 70, die kriege ich nicht so recht über die Lippen. Ne? Schon hart. Das Komische ist, damals meine erste ernsthafte Runde Geburtstag, zumindest da, wo man anfängt zu denken, mein lieber Gott, es geht ganz schön schnell weiter. Das war mit 50. Da habe ich meine Familie gefragt, was meint ihr, soll ich darüber reden im Konzert? Nein, habe ich gesagt, kein Wort. Gar nichts darüber sagen, die Leute denken nicht drüber nach und erwähnen es gar nicht. Als ich 60 war, habe ich viele gefragt, was meint ihr jetzt? Nix. Lass die Leute ruhig denken, du bist 59 oder 40. Jetzt bin ich vor ein paar Wochen 74 geworden, da habe ich wieder gefragt. Da haben die gesagt, jetzt ist scheißegal. Wer stand jetzt drin? Obwohl, so fühle ich mich gar nicht, es ist nur eine Zahl. Also, ich glaube, also ich sehe das so auf jeden Fall. Ein Jahr hat keine 12 Monate. Für mich hat ein Jahr 24 Monate und ich bin gerade 35. Okay. Das heißt, es wird noch ein paar Konzerte geben. Ja. Das Einzige, wo ich zustimme ein bisschen, was 70 angeht, ich meine, mittendrin kann man nicht mehr sagen, wahrscheinlich, ne? 45 wird ich wohl nicht. Aber ist doch nicht so traurig. Nein, was ich schade finde, ist, also meine Generation, wir tun uns schon ein bisschen. Es ist so viel passiert in meinem Leben. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, wie damals, also in Südafrika, da hatten wir immer im Sommer, weiß ich nicht, 45 Grad Hitze. Um kühl zu bleiben, haben wir die Fans. Ich kann euch versprechen, also diese Tournee, wir haben schon, weiß ich nicht, 25, 26 Konzerte hinter uns. Und wie gesagt, mich hat es noch nie so viel Spaß gemacht, auf die Bühne zu sein. Ich wünsche euch alle einen herrlichen Abend und dass ihr in 2,5 Stunden nach Hause geht und sagt, das war geil. Thank you.
Vielleicht bist du zu Hause schon und ich bleib zum Telefon. Mein Gott, warum hab ich das nicht gleich gemacht? Und ich höre die fremde Stimme und ich weiß, du willst mir lieben durch die Nacht. Ich höre die fremde Stimme und ich weiß, du willst mir lieben durch die Nacht. Durch die So, heute haben wir Samstagabend und deswegen spielen wir jetzt Samstagnacht.
Was hast du dir im Leben vorgenommen? Und was bleibt auf deiner Liste immer stehen? Hast du wirklich schon im tiefsten See geschwommen? Und warst du auf dem Feld, wenn der Wind weht? Hast du den höchsten Berg bestiegen? Hast du das weite Meer gesehen? Hast du die große Liebe wirklich schon erlebt? Heute beginnt der Rest deines Lebens. Du bist dafür geboren. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Jeder Schritt führt dich davon. Fange dich zu leben an. Fange dich zu leben an. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Du bist dafür geboren. Hast du schon mal gelacht? Kannst du mir sagen, ob es wirklich für ein ganzes Leben reicht? Hast du den Menschen, die dir heute nah sind, deine Liebe oft genug gezeigt? Hast du den höchsten Berg bestiegen? Hast du das weite Meer gesehen? Hast du die große Liebe wirklich schon erlebt? Heute beginnt der Rest deines Lebens. Du bist dafür geboren. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Jeder Schritt führt dich davon. Fange dich zu leben an. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Du bist dafür geboren. Kannst du weinen, auch wenn's jeder sieht? Hast du jemals laut gesungen? Hast du geliebt, als ob kein Morgen gibt? Du kannst heute beginnen, denn heute beginnt. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Du bist dafür geboren. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Jeder Schritt führt dich davon. Fange dich zu leben an. Fange dich zu leben an. Beginnt der Rest deines Lebens. Du bist dafür geboren. Du bist dafür geboren. Du bist dafür geboren. Das ist mein persönlicher Lieblingstitel auf meinem neuen Album. Ich mag diese Motto, weißt du, das ist diese Heute beginnt der Rest deines Lebens. Manchmal hat man so einen schlechten Tag, das kommt immer wieder vor. Und ich habe immer festgestellt, am nächsten Morgen sieht die Welt fast immer anders aus. Und dann sage ich mir, heute beginnt der Rest deines Lebens. Und los geht's. Ne? Schon mal probiert? Ja, ich war dabei, dir zu sagen, also es klappt nicht immer. Ich habe zum Beispiel
Und war das vorgestern, glaube ich, da habe ich Krach mit meiner Frau gehabt. Ja. Aber ich muss kurz unterbrechen. Die Saarbrücken, die sind anders. Ich kann es schon erklären, es ist geil. Also die Konzerne hier, nein, die Konzerne hier, die sind anders. Es ist einfach schön. Es ist wie eine große Familie hier. Immer bin ich hier. Schön. Na ja, ich habe gerade mal meine Frau gehabt und ja, es ging ziemlich laut zu, aber ich meine, wichtig war, finde ich, ich bin stark. Ich hab sogar das letzte Wort gehabt. Und was hast du gesagt? Ja. Also wir haben so eine halbe Stunde gestritten und ich habe gesagt, heute willst du das letzte Wort haben. Habe ich auch gehabt. Ja und? Was? Was? Ja. Ich habe ihr gesagt, dann kauf das Scheißding. Jetzt habe ich gerade ein paar Worte über Saarbrücken gesagt. Jetzt möchte ich ganz gerne euch auch ein bisschen näher anschauen. Darf ich mal kurz rumbekommen? Wir haben ein E-Mail von einer Frau bekommen. Die lebt, ich weiß nicht, ob die noch im Krankenhaus, zwei Rippenbrüche. In Berlin ist es passiert. Bitte, bitte, lasst uns alle vernünftig bleiben. Wir kommen mal runter und laufen ein bisschen rum. Jetzt ist kein Rack gespielt. Ah, guck mal, der lange Weg von hinten kommt her. Das ist aber alles schon gemacht. Diese Crew, die diese Treppe trägt, die gehören zu dieser Mannschaft von 18 Mann, 19 Mann, die würde jeder für uns arbeiten. Da ist unser Koch, machen wir Koch. Du bist mir nah am Herzen.
Ziel ist stärker als die Zeit. Die Nacht gehört uns wieder und es lang nicht vorbei. Es ist alles noch da, in jedem Lied, in jedem Geschichte und aus Musik. Jeder Moment eine Melodie und immer wieder sagen die Lieder, es ist alles noch da, jedes Lied, wir sind Geschichte und aus Musik. Es geht um mehr als wir beide
Erfolg jetzt zu Hause bist und nachdenkst, so wie ich. Es geht um mehr, um so viel mehr. Es geht um mehr. Es geht um mehr, um so viel mehr. Es geht um mehr. Little things we should say.
said and done. Guess I never took a time. You were always on my mind.
sagtest dich Amor. Das heißt, ich bin dich so. Was ist geblieben von deinem Gestirn? Von Blumen meinte Amor. Sagtest du das nur so? Alles dazu gehört. Worte sind billig, sind manchmal so billig. Man redet sich selber ein. Alles das muss so sein. Hast das auch du getan? Sinnliche Spiele und schalten Gefühle. Und nun willst du wieder ein neues Ziel kennen. Bist dich nicht mehr, nicht mehr. Tiamo, stehst da gepackt, ist dein Koffer. Tiamo, was gewesen ist, gewesen. Dein Tiamo, 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 ich hab geglaubt, dass wir uns gehen so weiter. Tiamo, jetzt bin ich eingeschaltet. Tiamo, aber ich kann nicht bestreiten. Tiamo, dass es schön war und so schön war, so geht den Weg. Du hast ihn selbst gewählt. Wenn ich hier nichts mehr hält, ich werde leben, auch ohne dich leben, werden die Tage für mich auch so schwer sein. Tiamo, werden die Nächte auch leer sein. Tiamo, irgendwann werde ich vergessen. Tiamo, es wird Schluss sein, denn es muss sein. Tiamo, Tiamo, Tiamo. Ti amo, 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 ti am
Eine Krise jagt die nächste. Dabei ist die erste Krise noch gar nicht gelöst. Ich habe vor sehr vielen Jahren ein Lied zusammen mit Joachim Horn geschrieben. Wir haben wirklich nicht geahnt, dass der Text 30 Jahre später aktueller wäre denn je. Astronaut, du schaust herunter auf die Erde und du siehst einen kleinen blauen Stern. Keine Wände, keine Grenzen, keine Fahnen. Wenn's dort oben einen Gott gibt, muss er so die Erde sehen. Astronaut, du siehst doch keins unserer Probleme. Selbst ein Krieg sieht für dich ganz harmlos aus. Wünschst du dir die Schacht, nie mehr zurückzukommen? Doch du bist so wie wir alle auf diesem blauen Stern zu uns. Wie gerne würde ich mal so wie du die Erde sehen. Ich weiß, von dort ist diese Welt bestimmt nur schön. Wie gern würde ich nur einen Tag bei dir dort oben sein. Ich fühle mich oft so groß und bin in Wirklichkeit so klein.
was never something I pursued. Sure.
Schönheit packte diesen Tag zusammen. Ihr Gesicht von dir kein Lächeln, ihre Augen sprechen wein. Sehnsucht nach dir.
bei der Sergei Wittparade 1976, da habe ich dieses Lied gesungen, mein Herr. Das war unglaublich, die Zeit. Also jeden Samstag oder jeden Samstag, das Lied, gucken 15, manchmal 20 Millionen Menschen zu, da haben wir live gesungen und wirklich. Da hat man am Montag in Dienstag bei der Plattenfirma angerufen, 100.000 Platten weg. Das war unglaublich, eine ganz andere Zeit aus. Aber ja, da habe ich gedacht, bei diesem einen Auftritt, ich muss irgendwas machen mit meinen Händen. Deswegen habe ich dann diese Leidenschaft gestern und die Flut mitgenommen. Verstehst du? Und ich bin dann abends nach dieser Sendung in mein Auto gestiegen in Berlin, bin in Richtung Köln gefahren, habe angehalten, kurz außerhalb Berlin, ist die erste Tankstelle. Da habe ich getankt, ging rein, um zu zahlen. Und der Typ hinter die Kasse, der guckte mich an und so, ach, der Garten, der. Ja, da wusste ich, was wird hier. Gut. So, und ich habe gehört, ich weiß, du magst einfach so Hip-Hop und Heavy Metal und sowas. Ne? Finde ich eine große Ehre, dass du trotzdem in meinem Band mitspielst. Ja, wir freuen uns alle. Aber ich habe gehört, es gibt eine alte Schnulze von Karten, die magst du auch ganz gerne. Ja? Ich bin mit ihm, nur für dich. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat
nur ihre Gründe und es ging nicht auf die Sand. Doch seit ewiger Zeit leg ich Tür an Tür mit Herrn. Man fällt fast jeden Tag, traf ich sie im Flur. Ich grüßte jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, es steht nicht mehr Tür an Tür mit Herrn. Ich steh nicht mehr Tür an Tür mit Ich spüre ein wenig Angst in mir.
Ich habe oft an dieser Stelle im Konzert ein Lied gesungen, die von einem anderen Künstler im Original gesungen wurde. Aber lass mich mal kurz lieber ein bisschen weiter zurückgehen. Ich rede wieder von diesen 40 Jahren, die ich hier in Deutschland singen dürfte. Ich bin diesen Weg nicht alleine gegangen. Zwei Kollegen waren die ganze Zeit mit zwar ganz anderer Musik, als ich machte, ein anderer Stil, aber wir haben uns immer wieder getroffen, auf Tourneen, in Fernsehstudios, wo weiß ich, überall uns wieder gesehen. Und das waren die zwei, die mich wirklich von 1966 bis heute begleitet haben. Der eine, ein Mann, den ich sehr früh damals kennenlernte, kurz nachdem ich nach Deutschland kam, der fing ein bisschen später an als ich und hat auch ein paar Auftritte gehabt bei CD Wittbrader, aber dann hat er irgendwann entschieden, das möchte ich nicht, ich möchte eine ganz andere Art von Musik machen, das hat er gemacht, es hat eine Weile gedauert, bis er damit richtig Erfolg hatte, aber als der Erfolg kam, könnte er durchaus sagen, dass er einer der erfolgreichsten Rockkünstler in Europa ist. Ich rede von Peter Maffay. Der andere war ein Mann, den wir, ich glaube, alle Künstler ein großes Dankeschön sagen müssen, weil er hat eigentlich die großen Bühnen für uns geöffnet. Er hat unzählige Hits gehabt und er hat tolle Konzerte gegeben, hier in Saarland auch. Das weiß ich noch, weil ich einmal da war. Leider ist er nicht mehr bei uns. Ich rede von Udo Jürgens. Wie gesagt, ich habe jahrelang ein Lied von ihm gerne im Programm gehabt, die ich ganz besonders mag. Ich würde die ganz gerne heute noch einmal für euch singen. Allerdings, den Text haben wir ein klein bisschen umgeändert. Zum nächsten Show, da kamst du nicht. Du musstest irgendwie plötzlich gehen. Mm-hmm.
Ich war's heute Nacht, meine Herren.
zu mir gehört. Ich hab's heute Nacht mal in der Hand gehabt, bis du bei mir bist. Und ich ahn, wenn du mich vermisst. Sowieso nicht zu, bis du wieder hier bist. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, oh na 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 na. Na 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 na, sowieso nicht zu, bis du wieder hier bist. Thank you.
was sonst los. Ich sag, geh doch. Ich sage dir, geh doch. Unser Schweinlein kann die Antwort nicht sein. Versteh doch.
es macht einfach einen Heidenspaß mit euch. Ihr seid so begeistert und fähig. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie wir hier auf die Bühne. Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns wieder irgendwo, wer weiß. Dankeschön. Es war ein toller Abend mit euch. Thank you. Good night. Love you. Yeah.
Freunde,
auch mit Leuten, die uns begegnen, Menschen einfach mit Respekt zu begegnen, versuchen, dir ein kleines Lächeln zu schenken. Es wird wahrscheinlich die Welt nicht an einem Tag ändern, aber ich glaube, das Einzige, was uns bleibt, ist Schritt für Schritt ein klein bisschen was zu tun. Wenn ich es geschafft hätte, euch ein kleines Lächeln zu schenken heute Abend, dann habe ich das getan, was ich wollte. Und ich möchte euch wirklich versichern, dass ich das meinte. Es ist ganz komisch, man tourt durch Deutschland und dann irgendwann dreht man links ab und geht ganz, ganz weit westlich. Und jede Konzert, die ich je hier gemacht habe, die war mit so viel voller Begeisterung und so viele lächelnde Gesichter, wie ich jetzt aussehe. Und es ist einfach schön. Darum geht es in mir. Ich danke euch. Thank you. Bis irgendwann. Alles Gute. Komm gut nach Hause. Tschüss. Thank you. Thank you.